Hallo und herzlich willkommen zu deinem Gottesdienst. Schön, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es um den Herzschlag Gottes. Genauso wie du diesen Rhythmus gerade gehört hast, kannst du auch das Schlagen deines Herzens hören und spüren. Leg doch mal die Hand auf dein Herz und spür mal dein Herz schlagen. Und dann leg mal die Hand auf deinen Kopf. Spürst du jetzt dein Herz schlagen? Wahrscheinlich eher nicht. Leg noch mal die Hand auf dein Herz und konzentrier dich mal darauf, wie schnell oder wie langsam, wie laut oder wie leise du dein Herz schlagen spürst. Und genauso wie du wahrnehmen kannst, dass dein Herz schlägt, kannst du auch wahrnehmen, dass Gottes Herz schlägt. Und sein Herz schlägt nämlich für dich. Er liebt dich wirklich unglaublich und du bist in seinem Herzen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da war ich mir nicht so sicher, ob Gott wirklich für mich da ist. Ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich habe nicht gespürt, dass er im Alltag bei mir ist. Ich habe mich alleine gefühlt. Ich habe gedacht, jeder andere spürt Gott, nur ich nicht. Ich war verzweifelt und ich habe Gott gefragt, Gott, wo bist du? Und dann habe ich Gott erlebt. Es war an einem Abend und es war schon spät, es war schon fast Mitternacht. Und ich habe mich ins Bett gelegt und auf einmal habe ich so einen richtigen Lachflash bekommen. Ich habe einfach angefangen zu lachen. Ich hatte gar keinen Grund dafür. Ich hatte niemanden, der mir einen Witz erzählt hat oder irgendwas Witziges erlebt. Ich musste einfach anfangen zu lachen. Das Ding war nur, in meinem Zimmer waren noch zwei andere Personen, die schlafen wollten. Und in dem Moment, als ich da in meinem Bett lag und so laut gelacht habe, war mir bewusst, dass das gerade Gott war. Denn Gott hat in seinem Herzen so viel Freude und in diesem Moment hat er mir diese Freude einfach geschenkt. Einfach so. Es gab keinen bestimmten Grund dafür, außer dass er mich wirklich liebt. Und da lag ich in meinem Bett und habe gelacht und gelacht und gelacht. Und ich bin aus dem Zimmer rausgegangen, weil ich die anderen beiden Mädels nicht stören wollte. Die wollten schließlich schlafen. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen, habe mich da hingesetzt. Und in dem Moment war das so schön für mich, weil ich einfach gespürt habe, wie sehr sich Gott über mich freut und wie sehr sein Herz für mich schlägt. Und nach einer Weile habe ich dann aufgehört zu lachen. Ich habe auf die Uhr gesehen und es waren tatsächlich 3 ganze Stunden vergangen. Für mich fühlte sich das an wie 10 Minuten ungefähr, aber es waren tatsächlich 3 ganze Stunden. Ich bin dann zurück ins Bett gegangen und ich war wirklich so glücklich. Ich habe mich Gott so verbunden gefühlt. Ich war in diesem Moment so nah an seinem Herzen und ich bin wie der glücklichste Mensch auf Erden eingeschlafen. Ich weiß, dass es gerade jetzt in diesem Moment und in dieser Zeit vielleicht nicht so einfach ist. Vielleicht fühlst du dich alleine, vielleicht vermisst du deine Freunde und du vermisst es vielleicht auch wieder zur Schule zu gehen. Und vielleicht fühlst du dich einfach distanziert. Vielleicht auch von Gott. Aber weißt du was? Bei Gott gibt es keine Kontaktsperre und keine Distanz. Gott sucht immer die Nähe zu dir. Und vielleicht spürst du seinen Herzschlag gerade nicht. Aber du kannst dir sicher sein, dass sein Herz immer für dich schlägt. Auch jetzt in diesem Moment. Sein Herz schlägt für dich und seine Liebe für dich ist unglaublich groß. In seinem Herzen finden wir Sicherheit, Antworten, Hoffnung, Zuversicht, Heilung. Das, was du gerade brauchst, findest du in seinem Herzen und in seiner Nähe. Du weißt genau, was ich meine? Dann wird es höchste Zeit, an sein Herz zu rücken und seine Nähe zu suchen. Ich mache das immer so. Ich hole mir einen Stift und einen Zettel, setze mich auf mein Bett, mache es mir so richtig gemütlich. Dann mache ich noch Lobpreismusik an. Und dann bin ich ganz aufmerksam und frage Gott, was möchtest du mir sagen?
Was liegt auf deinem Herzen für mich jetzt in diesem Moment? Wofür schlägt dein Herz? Und weil dieser Moment so kostbar ist, wollen wir den jetzt gemeinsam erleben. Hol dir doch einen Zettel und einen Stift, dann setzt du dich hin und hörst der Musik zu, die gleich abgespielt wird. Und dann fragst du Gott, Gott, was möchtest du mir gerade sagen? Was ist auf deinem Herzen? Was möchtest du mir geben? Und dann hörst du einfach und das Erste, was dir in den Sinn kommt, schreibst du auf, wenn es nur ein Wort ist oder zwei, vielleicht ist es ein Satz oder mehrere Sätze, vielleicht ist es auch eine ganze Seite. Du schreibst es einfach auf und hörst mal, was Gott so zu dir sagt. Thank you.
Ich freue mich und finde es richtig, richtig gut, dass du dir die Zeit genommen hast, Gottes Herzschlag wahrzunehmen. Und wenn du Lust hast und wenn du mutig bist, kannst du diese Worte, die Gott dir gerade geschenkt hast, mit jemandem teilen. Vielleicht mit deinen Eltern, vielleicht mit deinem Kleingruppenleiter. Ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu hören und ich vermisse euch. Und denkt daran, das Wichtigste, was ihr in dieser Zeit tun könnt, ist nah an Gott zu rücken und seinen Herzschlag wahrzunehmen.